So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind am Packen. Nee, noch nicht wirklich. Also eigentlich ist heute Abend Anreise, also gleich. Und es geht zum Nürburgring. Das erste Mal mit der SP2. So, ich stehe im Leder, 4 Minuten, dann geht's los. Ist ganz interessant, weil ein paar Dinge sind komplett anders als bei der V2 zum Beispiel. Flo ist gerade reingekommen. Kein Bremsdruck mehr vorne. Spannend, ob wir das jetzt hinbekommen. Und soll ich mal zeigen, wie das um 14 Uhr hier noch aussieht? Weil wir sind noch gar nicht im Packen, noch nicht mal ansatzweise. So sieht das hier noch aus. Also die SP2 ist soweit fertig. Kleine Probleme mit den Felgen gehabt. Da haben wir jetzt schon mal eine andere Hülse gehabt. Aber eine fehlt noch. Also gerade noch foliert. Ja, zumindest Startnummer drauf und so. Und Lukas ist immer noch polieren von Flo's Moped. Hey, wir geben hier alles. Es sind ein paar Stunden nur noch. Also das Ding ist auch weit auf dem Weg. Ja, aber wie gesagt. Halt noch nicht fertig und hier wird das nächste Mal wieder fertig gemacht. Also Leute, ha, so ganz fertig sind wir noch nicht. Aber ich würde sagen, wir melden uns gleich mal, wenn wir fertig gepackt haben, weil jetzt müssen wir echt ein bisschen Gas geben. Und ja, noch nichts von oben runtergeholt und alles, also das ist ein bisschen kritisch hier. Deswegen geben wir jetzt mal ein bisschen Gas, damit wir auch pünktlich zum Nürburgring kommen. Draußen sind es gefühlt 5000 Grad, das ist echt krass. Aber wir melden uns gleich mal, wenn wir alles im Transporter haben, weil jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt sitzen wir schon drin und dann denke ich mir, ich habe gar nicht mehr gezeigt, wie voll die Karre ist. Also Flo ist drin. Flo, ja. Flo ist da. Moin. Und ich wollte dich noch ganz kurz zeigen. Kurz laufen. Das Ding ist so brechend voll, Alter. Junge. Guckt euch an. Ladungssicherheit müssen wir nicht machen. Also Sicherung. Weil so voll kann ich es umkippen. Doppel-R Mark. SP2. Da vorne ist der Flo. Und Flo ist Doppel-R. Boah. Alles dabei. Alles am Start. Nürburgring. Wir kommen, Stunde 30 Fahrt, das ist das Beste daran, weil ja ganz Sachsenring, Oschersleben, Most und sowas ist ja immer eine kleine Weltreise. Deswegen fahren wir jetzt eine Stunde 20. Geliebten Iveco. Ist ja, was ich jetzt als erstes mache. Müslibrötchen essen? Ich esse jetzt ein Müslibrötchen, weil wenn der nämlich gleich wieder sein Auto auspackt und wir sind wieder an dieser Nordschleife, dann werde ich heute nichts mehr essen. Wir haben einen Schlüssel mit, irgendwo. Zack, vielleicht holen wir die lila Kuh gleich raus. Ist das wild. Dreh noch eine Runde Touri. Touri ist nämlich auch bei dem Wetter geil. Uwe fährt schon Touri. Wir schauen mal. Und wenn wir nicht mehr Touri fahren, ist auch egal. Aber vielleicht fahren wir noch eine kleine Runde. Tor geht auf. Max ist auch da. Wir müssen noch Sprit holen. Und dann geht das wieder los, Alter. Dann geht das wieder los. Beim letzten Mal, als wir in diesem Ort waren, war es wild. Wir überlegen noch eine Runde Touri zu fahren. Wir haben jetzt 17:45, Stunde 15 noch Zeit. Aber Strecke ist zu. Hautschleife. Aber Manta ist immer... wilde Nummer. So, wir sind Touring gefahren. 2 Runden. Uwe war auch dabei. Geil. Und die ganze Truppe lädt aus. Jetzt kommt der ganze Scheiß, den wir vorhin reingepackt haben. Wieder raus. Alles wieder raus. Perfekt. Padma baut schon auf. Fahrerlager ist voll. Technische Abnahme läuft. Da hinten steht alles voller roter Panis. Der SP erstmal am Start. Moin. Und da ist technische Abnahme. Und da hinten ist alles voller Panis. Das sind, glaube ich, die Leibachs. Ducati selber baut noch auf. Wir haben jetzt, glaube ich, kurz nach 7, also relativ frisch. Aber wir bauen jetzt erstmal unsere Box auf. Und dann zeigen wir euch das vielleicht noch. Die Box ist relativ voll, deswegen haben wir nicht so Platz zur Entfaltung, wie wir sonst haben. Aber es ist auf jeden Fall Bullenhitze. Und ich merke den Rücken leicht vom Touri fahren, weil wir sind natürlich wieder alles rausgehackt. So wie es üblich ist. Auch dumm eigentlich, aber egal. Erstmal aufbauen. Es wird langsam. Technische Abnahme noch nicht durch, aber sonst. Die Maschine ist dabei. Also nicht die Maschine, sondern die auch. Und Fatma ist da, Sebastian ist da mit der wunderschönen 959. Isa, kennt ihr ja auch. Ach, herrlich. Ja, so, die beiden Kleinen, die stehen auch hier. Das sieht eigentlich noch langsam aus, im Gegensatz zu dem Vogel hier. Ey, der Flo, ne? Was der hier da gemacht hat. Alter. Junge, Junge, wie sieht es? Wie wild sieht es aus? Alter, das Bike müssen wir uns morgen so mal in Ruhe angucken. Das ist ganz wilde Scheiße. Ja, wir müssen, wie gesagt, eine technische Abnahme. Ich werde ja morgen den ersten Stint mal auf Supercrosser machen. Gucken, wie sich der Rücken verhält und dann gehe ich aufs Slicks. Aber erstmal gucken, was der Rücken sagt, denn nach dem Touri-Fahren gerade merke ich es alles. Eine dumme Idee mit dem Touri-Fahren. Naja, bist du wieder später schlauer. Einfach blöd. Naja, wir räumen weiter auf, technische Abnahme noch. Sonst sieht das so aus, wir sind direkt in der Box irgendwo. Reifen kann man hier einfach durchnehmen, glaube ich. Und da wird gerade technische Abnahme gemacht. Aber es ist relativ voll gerade, deswegen entspannt. Ah, Wetter ist mega. Geil. Einfach nur geil. Kenneth ist auch dabei übrigens als
Unterstützung. Ja, da darf man ja. Wenn das Video kommt, hast du eh schon. Ja, ja, ist egal. Kann die Hackfresse mal angucken. Gibt weniger Klickbait. So, ja, wir chillen jetzt in der Wurst, dann gehen wir gleich mal zur technischen Abnahme. Und dann lassen wir den Abend in Ruhe ausklingen. Geil! Mega! Wir machen gerade mal futtern. Jetzt geht's ins Hotel, sind noch übelst müde alle. Moped stehen. Morgen geht's los um 8.30 Uhr mit dem Briefing, also spät aufs Steher-Track-Day. Und dann ist um 9.20 Uhr, meine ich, mein erster Stint. Ich fahre erstmal in Gruppe 3, weil ich echt erstmal gucken muss, wie das im Rücken läuft. Weil ich merke es gerade ziemlich, ich dehne mich jetzt am Hotel durch. Und dann gucken wir morgen, dass es vielleicht besser wird. Ich hoffe es. Und dann fährt der Flo in Gruppe 2. Und ja, dann so sieht das jetzt gerade aus. Echt ruhig geworden alles. Wie gesagt, boxen wir mal jetzt zu. Und dann schauen wir morgen. Das ist ein cooler Tag, glaube ich, wenn alles passt. Mega. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen genau hier mit dem Kaffee in der Hand. Und wir gehen jetzt mal pennen. Wichtig, langer Tag. Ciao. Moin, wir sind am Start. Noch ohne Kaffee, aber gerade angekommen. Mega Wetter. So sieht das Ganze aus. Ich zeige euch gleich mal, wie das da draußen aussieht. Ja, wie gesagt, Kisten stehen zum Glück noch alle da. Partner steht hier vorne. Hält als erster. Box ist relativ leer. Und guckt euch an. So sieht das aus hier. Boah, schön. Hier hole ich mir gleich mal Slicks. Gestern habe ich den Rücken abends noch gemerkt, habe ich da noch gedehnt und sowas. Deswegen hoffe ich, das passt nachher. Aber ja, Wetter ist mega, ist wesentlich kälter als gestern. Ich glaube, wir haben so maximal, das soll jetzt halt 20 Grad werden, was natürlich ganz schön ist. Und ich meine, wenn man das da so sieht, ne, und dann da rausfährt, wird schon ein cooler Tag. Ich bin gespannt, wer meinen ersten Sinn. Ich habe meinen ersten Sinn um 9.20 Uhr. 9 Uhr geht die erste Gruppe raus. Und der Flo geht dann sogar erst um 10 Uhr raus. Ist echt ein Spätaufsteher-Track Day. Aber sonst mega geiles Wetter, super Organisation. Wie gesagt, das ist halt echt. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Mantai-Track Day des Motorrads. Also wirklich sehr, sehr guter Track Day. Aber wir gucken uns das nachher mal alles in Ruhe an, was die hier so stehen haben. Auch von den ganzen Leihbikes, wie sowas läuft. Du kannst ja echt eine Menge Mopeds auch alle durchtesten. Ich weiß gar nicht, bis wohin. Hoffe es auf jeden Fall. Ob auch eine R, weil die steht da vorne auch. Eine R-Line kannst, das wäre krass. Aber Reifen haben sie auf jeden Fall ein paar dabei. Das sieht schon mal gut aus. Und ich hatte eigentlich überlegt, ob ich Big Size teste. Auf der SP. Natürlich wieder direkt komplett bescheuert. Aber ich meine, wenn schon, denn schon. Aber ich habe gemerkt, mein Reifenwärmer, der kann gar kein Big Size abdecken. Also den kriege ich nicht zu dann. Also fahre ich kein Big Size. Muss da nochmal in mich gehen, warum das denn nicht geht. Kann er direkt mal schreiben. Braucht man extra Reifenwärmer für oder was? Also irgendwie kriege ich den jetzt mit dem 60er Querschnitt auf den Super Corsa kaum zu. Also passt gerade noch so, aber Big Size geht dann auf jeden Fall nicht. Naja. Um 8 Uhr ist Briefing. Ne, 8.30 Uhr ist Fahrerbriefing. Da gehen wir gleich mal hin, holen uns ein Käffchen. Und dann... Machen wir uns mal langsam bereit für den ersten Stint. Geil. Naja, jetzt erstmal Kaffee und dann gucken wir uns an, was die im Parabriefing erzählen. Und dann wird das, glaube ich, erstmal entspannt. Erstmal gucken, was alles so abgeht. Super Corsa heizt sich gleich auf 60 Grad vor. Manche haben gesagt, kannst du auch auf 80 Grad vorheizen. Ich heize sie mal auf 60 Grad vor. Ich kann das ja einstellen da, wo ich noch nicht geguckt habe, ob ich auf 60 Grad runterkomme. Und dann fahre ich an Druck 2318. Also warm. Schauen wir mal, dass das alles passt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Und ja, ich würde sagen, wir kommen gleich zur Sache. Erster Turn startet um 9 mit. Geht los! Mopeds laufen warm. Ich bin jetzt gleich dran. Erste Gruppe fährt jetzt raus und dann 20 Minuten später bin ich dran. Also ich bin aufgeregt. Hier, ich mal langsam angehen lassen die Sache. Erstens Sinn mal ganz sortieren und dann hoffe ich, dass das passt. Daumen drücken, dass der Rücken hält. Ein bisschen merke ich vom gestern deswegen. Nicht ganz optimal, aber hoffentlich hält das. Also, ich konzentriere mich jetzt mal und dann sehen wir uns nach dem ersten Sinn. Daumen drücken. Letzte Vorbereitung. Kameras mal drauf basteln. Ich habe mir jetzt eine Halterung hier geholt. Eigentlich ganz geil. eBay. So, also, Mopeds sind bereit. Auf geht's. Bird.
alle wollten gerade raus. Unfassbar, es war kein Regen vorhergesagt. Es regnet. Ja, es regnet einfach. Ich habe Auge gemacht. Ey, nein. Die Wolke ist es. Ja gut, das war's mit der ersten Gruppe. Also. Wieso sehen die alle so schnell aus? Und dann kommt mir das nur so vor. Ich geh doch nicht blau. Sieh mal ein wieder aus. Kaffee. Das machen wir jetzt. Du könntest jetzt noch einen Kaffee drauf? Ja. So, ich stehe im Leder 4 Minuten. Dann geht's los. Aufgeregt, eigentlich gar nicht so doll. Eher wie in dem Rücken. Weil den merke ich jetzt schon irgendwie. Ich weiß nicht warum, ey. Hoffentlich klappt das jetzt alles. Also Daumen drücken. Wir melden uns gleich. Flo ist auch fertig. Der geht um 10 Uhr los. 60 Grad gemacht. 2-3 vorne, 1-8 hinten. Wünsch mir Glück. Bis gleich. Viel Spaß, Alter. Mach vorsichtig. Mach ich. Hast du?
Okay, die Gruppe war voll. Die war sehr voll. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Gruppe, die war so voll. Also voll, voll, voller. Ja, war noch ein bisschen irgendwie ein Guten Morgen-Stint. War aber auch gut so für mich, denn ich konnte ja erstmal checken, was geht überhaupt. Da hat nämlich noch gar nichts gepasst. Ist aber egal, weil der Rücken hat gehalten. Und der fühlt sich jetzt gerade besser an als vor dem Stint. Was gut ist. Jetzt warte ich aber erst noch auf da Nordkütt, aber ich glaube ganz gut. Gruppe natürlich krass, also Wahnsinn. Moped ist crazy, Leistung und so ist geil, aber nicht überfordernd. Also selbst statt zehnmal ja durchgeladen und dann auch die runter zu Dunlop-Kehre. Ist schon crazy, aber es macht Bock. Es ist nicht zu krass, was ich dachte, dass du dann komplett. Aber die Elektronik und so, das Ding ist einfach handzahm und irgendwie vollfahrbar. Bremse ist super, die Magura. Habe ich ja eine neue Bremspuppe drauf gemacht noch. Diese HC3. Mega. Ich muss nur mit einem Finger die ganze Zeit bremsen, aber ich musste auch nicht hart ankern. Und ja, sonst also passt alles. Aber die Gruppe ist crazy. Und ich fahre jetzt auch weiter so. Ich muss erstmal mir selber arbeiten, bevor ich jetzt sage, jetzt legst du höher, weil ich habe selber so viele Baustellen gerade nach dem langen Winter. Deswegen passt das sogar. Ich räume mich erstmal nur ein, hab Spaß, lass die Kiste ganz, gab schon ein paar Crashes. Deswegen ganz piano. So, jetzt habe ich mal eben kurz Zeit, weil der Stint ist ausgefallen, euch mal kurz zu erzählen, wie es denn war, wie die ersten Eindrücke von der SP sind. Ist ganz interessant, weil ein paar Dinge sind komplett anders als bei der V2 zum Beispiel. Punkt 1 ist, du musst dich viel weiter umsetzen auf dem Moped, damit das funktioniert. Ich habe mich erst so umgesetzt, wie ich mich immer umsetze und kam gar nicht weit genug runter. Das habe ich jetzt nochmal so reflektiert. Also musst dich unheimlich weit rübersetzen und dann passt das erst. Das ist interessant, wirklich sehr interessant. Power ist natürlich dann das andere, aber auch sehr linear. Also du hast nicht das so, dass das Ding so komplett so, sondern echt, das fährt schön. Aber es ist komplett anders wieder für mich im Kopf, weil du viel schneller ankommst und den Bremspunkt nicht so geil setzen kannst wie mit der 959. Da habe ich so genau diesen Moment, ich fahre, denke, da vorne kommt er und zack. Und deswegen kann ich da halt auch immer so schön spät ankern. Das schaffe ich mit der gar nicht. Aber gut, in der Gruppe sowieso nicht. Super Corsa Reifen bin ich kein Fan von. Ich weiß nicht warum. Also der gibt mir kein Feedback. Ich weiß nicht, also beim Slick denke ich sofort, das ist wie auf Schienen, das passt. Und ich merke den Reifen so richtig, auch wie der arbeitet. Und das merke ich hier gar nicht. Der ist so richtig aalglatt. Hat der Grip, funktioniert auch, was ja schön ist, aber gibt mir nicht das beste Gefühl einfach. Egal, ich fahre das jetzt trotzdem weiter. Reifendruck habe ich sogar aufgebaut gehabt. Bin mit 2,35 vorne reingekommen und hinten sogar 1,95 oder 2. Und ich bin mit 1,8 losgefahren. Also echt mal Druck aufgebaut und ich habe die auf 60 Grad vorgeheizt. Genau, also das war das Größte mal mit dem Umsetzen, dass du echt anders auf dem Bike arbeiten musst als beispielsweise bei der V2. Also du musst dich wesentlich mehr umsetzen und sowas. Das ist interessant. Das waren so die ersten Eindrücke. Sonst sieht das gerade so aus. Die Jungs sitzen da hinten alle. Wie gesagt, ist jetzt schon 2 Stints schon ausgefallen. Und Sebastian da vorne, die wunderschöne 959 mit das geilste Moped eigentlich, was ich so kenne. So wunderschön. Echt mega. Wir von Max, ne, die All Black Pani V4. Late Black auf Instagram, könnt ihr mal gucken. Macht mega schöne Fotos von Motorrädern, echt schön. Hier ist der Sören mit einer V4S. Fährt auch. Der muss gleich auch eine Gruppe hoch, weil ist, glaube ich, zu flott für die zweite Gruppe. Und der Flo muss auch mal gucken. Beim Flo lief es gut, der hatte ein Problem mit der Bremse, dass er die während der Fahrt verstellen musste, dann irgendwie Kopfkino bekommen hat, falsch verstellt hat, dann war es noch schlimmer und war am Basteln. Sonst lief das aber bei ihm. Sagte auch, muss natürlich erstmal die Strecke kennenlernen. So, ansonsten sieht das so aus. Der sieht so aus. Kaffee ist immer gut. Kaffee. Ducati Kaffee schmeckt gut. Ja. Besser als in jedem Kaffee. Ja, ansonsten sieht das echt solide aus. Magura HC3 macht echt ihren Job sehr gut. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur mit einem Finger gebremst, mache ich sonst nie. Aber ich habe natürlich auch nicht heftig geankert. Deswegen, ja, ich glaube, mit zwei Fingern werde ich auch sonst wieder bremsen. Aber jetzt brauchte ich nur einen Finger, ging auch wunderbar. Storm Grips und so auch super. Fußrasten waren mega, Sitzposition auf dem Ding auch angenehm. Also soweit war echt alles gut. Der Sitz hier, super geil. Also die Dinger bin ich richtig Fan von. Du hast so ein geiles Griffgefühl am Arsch. Mega. Und wie gesagt, der Rücken hat auch soweit mitgemacht. Aber ich bin gespannt heute Abend. Toi, 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 dass das alles hält. Gleich mache ich mir mal eine Helmkamera ran, dass ihr das mal seht, wie das aussieht. Aber ich muss gleich mal gucken, wo ich wann in dem Stint rausfahre, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Aber wie gesagt, erstmal flüssig fahren. Ich muss viel mehr jetzt erstmal an mir arbeiten, als irgendwie zu denken, das Ding auszutesten oder so. Weil ich muss erstmal wieder Sitzposition reinbekommen. Ne, das muss alles passen erstmal wieder, so, weil das passt alles noch gar nicht. Ist auch nicht schlimm, seit September, wie gesagt, nicht mehr gefahren. Ist, glaube ich, erstmal echt wieder so, okay, das ist echt, da setze ich nicht drauf, ich zumindest noch nicht. Und es ist direkt so, passt alles. Das habe ich noch nicht, aber nicht schlimm. Ja, coole Box, super Gruppen. Ein paar Jungs vom Nürburgring aus der Autogruppe sind noch mit dabei. Hier ist unsere Uhr. Bam, festgeklebt.
Stufftrucks am Start, Ventilator brauche ich nicht, habe ich ja einen drin. Werkzeug, unser tolles Ding. Ich habe sogar beschriftet hier, guck mal her. Herrlich, oder? Das haben wir dabei. Dann hier unsere Tische mit Helmtrockner, GoPro-Equipment. Die Dinger sind ganz cool für Onboards. So Windslayer heißen die. Dann hast du viel besseren Sound, wenn du eine GoPro benutzt. Echt cool. Kostet nur ein paar Euro bei Amazon. Ja, ansonsten sieht das so aus. Und ich würde sagen, wir trinken noch ein Käffchen und dann gucken wir mal, ob der nächste Sinn klappt. So, ausgezogen. Es wird wohl länger dauern. Also jetzt fährt gerade gar keiner mehr. Der Unfall war ziemlich krass. Hoffentlich geht es demjenigen gut. Sieht ja gar nicht gut aus und ja, bitter. Ganz bitter, keiner mehr gefahren und bis zur Mittagspause fährt auch keiner mehr. Jetzt fährt noch der Abschleppwagen gerade. Gar nicht gut alles. Deswegen, toll, toll, toll. Und wir gehen jetzt erstmal was essen. Das jetzt gerade auf die anderen Felgen Sticks ziehen. Ob ich es benutze oder nicht, ist egal, weil da habe ich es ja eh schon mal drauf. Besser hier als zu Hause selber machen. Und ja, dann schauen wir nach der Mittagspause. Erstmal das Futtern gehen. So, geh weiter da drin, hört ihr gar nichts. Nächster Zinn steht an, der zweite erst. Wie gesagt, war bitterer, trauriger Zwischenfall und lange gesperrt bis Mittag. Wir sind keinen Sinn mehr gefahren. Und jetzt geht's weiter. Deswegen ganz piano angehen, vorhin hat man gar nichts gepasst, vor allem was Sitzposition angeht. Ich fahre jetzt einfach weiter, probier weiter. Alles nicht übertreiben, ne? Hat man vorhin gesehen. Echt ganz piano machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Stint. Mal gucken, ob es ein bisschen besser läuft von Sitzposition und Blickflügen und sowas. Ich fahre jetzt auch ein bisschen später raus, dass ich nicht in diesen Tumult komme. Und dann schauen wir mal. Rücken macht mit, aber ich merke schon ein bisschen. Deswegen alles gut zu Ende bringen heute. So, da drin ist laut. Aber ich zeig's dir. So sieht's aus. Immer noch super Corsa drauf, aber hier liegen die SC1. Probiere ich. Morgen, wenn es alles so gut weiterläuft. Wie gesagt, aber erstmal reicht das und ich bleib dabei. Also, ich würde sagen, Daumen drücken und bis gleich.
Hat er den Karre angeschmissen? Und ich stehe da. Ich so, oh. Also, Stint war besser. Also Stint war wesentlich besser, glaube ich. Habe mich auch viel besser gefühlt. Rücken, komischerweise merke ich den Rücken während des Fahrens und danach gar nicht mehr und vorher ein bisschen. Also es war echt viel besser. Habe mich viel wohler gefühlt, auch mit dem Reifen und alles jetzt ein bisschen mehr vertraut. Ich glaube trotzdem noch nicht, dass er mit der Linie und alles gestimmt hat, aber ich habe mich einfach gut gefühlt. So, und das heißt schon mal was. Also das war auf jeden Fall schon mal schöner. Unheimlich viel Spaß gemacht. Die Kiste hat mir echt Dampf, macht Laune. Echt schönes Motorrad, fährt sich unheimlich gut. Aber ich finde es krass, wie doll der Unterschied ist, dass du dich viel mehr drauf bewegen musst und viel mehr arbeiten musst, als beispielsweise aus der V2. Das ist echt wie ein Monster zum Arbeiten. Also echt krass, immer rüber und nicht schwerer, sondern einfach, du musst viel mehr dich bewegen. Bremse ist halt gut, trotz Supercorsa, also mega. Und ja, hat Laune gemacht. Jetzt ist Flo dran, aber das war ein geiler Stint, war echt schön. Und ja, jetzt nur dabei bleiben, nicht zu viel wollen, ihr kennt das ja, ne? Einfach jetzt erstmal wieder rein. Sicherheit finden, reinkommen, erste Mal jetzt gefahren, neues Motorrad. Macht Laune, also echt geil. Ich frage mir gleich die anderen, wie es läuft, aber ich glaube, bei Flo ist auch echt sehr gut. Die anderen kommen auch gut klar. Rookie-Schule ist gerade draußen. Und sonst bei dem Wetter schon geil. Mega. Also wäre der Vorfall heute Mittag nicht gewesen oder heute Vormittag, dann wäre das echt ein Wahnsinnstag. Aber sowas überschattet dann irgendwie immer den ganzen Tag. Und ja, da denkst du schon drüber nach, muss man sagen. Naja, deswegen bin ich jetzt auch gerade nicht so mega, juhu, es war so toll und so, sondern weil das irgendwie so ein bisschen, ja, gesenktes Haupt. Ja, dann noch trotzdem ein guter Stint gewesen, auf jeden Fall für mich. Wieder meine Sachen gelernt und gemacht. Laptimer kriege ich irgendwie nicht ins Laufen, also ich muss irgendwie auf Startziel einmal hier Fernlicht drücken, aber irgendwie denke ich dann nicht dran, wenn das Ding vorwärts geht, dann denke ich mir so, alles klar, du hast gerade andere Sachen zu tun, als Fernlichtschalter zu machen. Naja, egal. Leute, mega Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich gehe da gleich mal rein, das ist gerade so laut, und helfe dem Flo mal eben beim Rausfahren und dann hören wir uns gleich. Letzter Stint steht an. Wir waren im letzten Stint, da war alles ganz nass. Läuft super, also war bis jetzt geil. Letzter Stint jetzt nochmal einfach, jetzt nicht auf Krawall, sondern einfach nochmal entspannt fahren, Linie, bisschen Sitzposition und sowas. Und dann haben wir den ersten Tag überlebt und dann dehne ich mich heute Abend und dann gucken wir, ob der Rücken gehalten hat. Aber war geil, war super. Box, mega, geile Leute, coole Truppe, alle gut drauf, echt cool. Jetzt ist es so laut hier, warte, DB-Limits gibt es nicht. Okay, ich melde mich einmal in Ruhe, dann gibt es noch ein Fazit zu der SP2. Also ich melde mich gleich mal in Ruhe, dann gibt es noch ein paar zur SP2, weil echt, das war interessant heute, sehr interessant. Und morgen kommen dann mal die Kollegen drauf. Also, bis gleich.
bin durch. Ich hab's alle durch. Flo ist gerade reingekommen. Kein Bremsdruck mehr von. Schon wieder Bremsenproblem. Ey, man weiß nicht, warum. Du warst mal auf der Kenneth, ne? Was? Ich so, ey, das ist totale Scheiße. Du musst das verdrehen und so, ne? Der Kenneth, was ist, wenn es einfach hier festgibt? Was? Jetzt halt dich fest. Jetzt kommt's. Das ist eine neue Erfindung. Okay, also wieder zurück zum Thema. Flo, kein Bremsdruck mehr gehabt. Einfach komplett bis zum Fußgezogen, Alter. Wir wissen nicht warum. Wir werden gleich wieder entlüften. Die Ducati Rhein-Sieg-Jungs helfen. Also irgendwo wohl doch noch ein Luftbläschen im Sattel, man weiß es nicht. Also mit der Bremse ist es einfach. Ein Pain bei der Karre, muss man echt sagen. Also das ist auch kein geiles Gefühl, wenn du dann fährst und vor allem gar keine Bremse mehr hast. Alle so, oha. Also nicht so geil. Ne? Naja, wir werden euch im Laufen halten. Also wird gleich wieder geschraubt. Wir dachten, wir setzen uns da gleich schön hin und werden einfach noch grillen und ein Bierchen trinken. Nee, wir schrauben. Erstmal essen wir ja? Bierchen. Und dann schrauben wir. Und von mir aus schraube ich dann ein bisschen auf, aber erstmal mal ganz entspannt. Okay. Gut, also ich melde mich gleich mit dem Feedback von heute. Aber es wird ein langer Abend. Es wird weg. Ein langer Abend. So, gefuttert haben wir. Da war gut. Und jetzt beginnt die große Bastelei. Ja, schon wieder. Da geht's wieder los. Großes Dankeschön. Wie immer, da ist er. Der Markus von Ducati Rhein-Sieg. Absolute Legende. Einfach abends hier mit am Schrauben hilft. Ne? Sagt die Jungs. Ja, wir haben ihn gefragt, weil wenn, weiß er es. Und er hilft einfach mit. Wie geil ist es? Das ist halt so cool. Ne? Und jetzt hilft er dem Flo da zu gucken, wo dran es liegt. Mega. Ja, die nehmen jetzt die Sättel runter, entlüften nochmal, versuchen, ob irgendein Luftbläschen sitzt, aber. Wie gesagt, ein Hebel, der faded oder beziehungsweise gar keinen Bremsdruck hat, ist halt richtig scheiße. Spannend, ob wir das jetzt hinbekommen. Wir werfen den Arsch. Gibt nichts Schlimmeres, oder? Soll ich einen Deckel oben machen? Irgendwann wirst du mal einen Rennstrecken gewendet haben, wo du nicht schraubst. Ey, oder? Nicht schon wieder. Na, langsam reicht's auch. Das reicht auch echt. Wir laufen jetzt noch mal kurz über die Strecke. Aber nur so ein paar Kurven. Ne? Vielleicht bis zu, keine Ahnung, Turn 3 oder sowas. Und dann, ich weiß gar nicht, wie die Namen hier heißen, wo ich hier schon so oft gefahren bin. Das soll ich auch mal merken. Ein paar weiß ich, aber nicht alle. Und dann laufen wir wieder zurück. Ganzen Trackwalk machen wir nicht. Aber der Flo muss schrauben, deswegen lieber da nochmal gleich anpacken. Und dann erzähle ich gleich mal ein bisschen was über die SP, aber das mache ich auf der Strecke. Wie es heute war. Mit dem Schätzchen da. Geil. Also hier ist wieder was. Ey, das würde ich euch lieber den ganzen Abend zeigen, wie die wieder, was hier für Kommentare fallen. Das ist eine Legende. Also, einfach geil. Da stehen die ganzen Schätze. Wir wissen gerade gar nicht, ob es Instruktorenbikes sind oder die Leihbikes. Hier geht's immer los. So sieht das da aus. Und jetzt geht's auf die Strecke. Also, kurze Zusammenfassung. Panigale V4 SP2. Ich sag mal so, habe ich ja schon so grob ab und zu mal zusammengefasst. War jetzt mit Straßenreifen, aber dennoch echt beeindruckend das Motorrad. Es ist Punkt 1 stabiler. So, das heißt zu 959 oder zu V2, du hast beim Bremsen und allgemein das mehr an Motorrad, was es ist, das merkst du auch beim Bremsen, dass es einfach stabiler ist, dass du denkst, boah, okay, wie auf Schienen. Ja, auf jeden Fall. Bremse so, ob die jetzt besser ist oder nicht als der 959, würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast halt einfach das Gefühl, dass es sauberer ankert. Das finde ich cool. Leistung natürlich krass, ne? Aber halt durch die ganze Elektronik darin auch relativ beherrschbar, auch für einen Anfänger wie mich. Also, ne, ich glaube, ich habe auch ab und zu mal gut am Hahn gedreht. Also, das war auf jeden Fall schon nicht verkehrt. Lässt sich fahren. Was interessant ist, wie viel du arbeiten musst auf dem Bike. Also, ganz anders. Das ist so krass. Das habe ich erst in den ersten, zweiten Turn gemerkt, so dass ich dachte, okay. Du musst dich viel weiter rübersetzen. Das war echt interessant. Also wesentlich mehr mit dem Bike arbeiten und auf dem Bike arbeiten. Das ist interessant. Da musste ich mich erstmal richtig dran gewöhnen, weil die ersten Turn da hatte ich sogar Probleme. Ich dachte so, hey, kommst du nicht mal weit runter? Was ist das denn hier? Aber wie gesagt, du musst dich einfach weiter rüberhängen und dann passt das auch. Wenn du dann in der Kurve bist, macht einen super Eindruck. Also selbst mit dem Super Corsa, wo ich jetzt am Schluss sogar sagen muss, ich habe da noch mal ein bisschen Luftdruck rumgespielt, also 2318, aber bin auf 70 Grad hochgegangen, vorgeheizt. Kannst du sogar wohl auf 80 sagen, aber ich hatte mir gedacht, ja, machst mal lieber 70. Passt, hat super Grip. Hat nicht dieses Feedback von einem Slick, dass du echt merkst, wie der sich so in den Asphalt beißt und sowas. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn du das merkst, aber
Das hat er nicht, der ist so, ich will nicht sagen aalglatt, aber der gibt dir nicht dieses krasse Feedback, aber trotzdem hat er übelst Grip und macht mega Spaß und hat nicht irgendwie einen Moment gehabt, wo er irgendwie nicht da war. Also super Corsa, muss ich sagen, dieser V3. Tipptopp Reifen, hat Spaß gemacht und ist auch noch was drauf. Also es ist so ein Reifen, wo du am besten kannst hier hinfahren, kannst fahren, kannst zu Hause fahren und für die unteren Gruppen kannst du theoretisch auch so noch damit fahren. Trotzdem würde ich sagen, so ein Anfänger-Slick, wie so ein ZTD-Slick oder sowas, ja, vielleicht hat er dann noch ein bisschen mehr, noch mehr Reserven, gerade was das Vorderrad angeht, wenn du halt als Anfänger auch dich mal verbremst oder sowas, weil er halt nicht diesen Spagat machen muss, wie so ein Straßenreifen, dass er halt theoretisch auch Nässe abkönnen muss und dies und das. Und wenn du dann so eine genannte Druckspitze oder wie es heißt, abbekommst da vorne, dann ist vielleicht so ein Slick, so ein reiner Rennreifen, vielleicht doch ein Müh besser. Naja, egal, geht auf jeden Fall und war auch cool. Sonst Ducati for You, der erste Stint war ein bisschen buckelig, ne? Da war ein bisschen voll alles. War aber das Problem, dass die einfach gesagt haben, so, ihr dürft raus, ihr fahrt jetzt alle raus. So, und dann war es ein riesen Pulk. So, und jetzt am Schluss haben sie gesagt, so immer zwei, Pause, zwei und hat sich das entzerrt und es war viel homogener und viel besser zu fahren. Viel geiler. So, ich weiß gar nicht, ob ich morgen in der Gruppe bleibe oder ob ich mal eine hochgehe, könnte ich auch machen, aber ich glaube, es tut sich gar nicht mehr so viel. Ich will auch einfach nur gucken, dass der Rücken hält und dass ich Spaß habe, erstmal wieder reinkomme, ne? Das ist das Wichtigste. Und jetzt sind wir hier gerade auf dem Weg Startziel. Kommst da angescheppert und bremst dann hier quasi. Sieht man hier sogar nicht. Das ist schon so eine richtige Hucke. Also wenn du da vorne ankommst, dann denkst du, hier ist nur geht's richtig bergab quasi. Ich bremse dann immer hier an dem Pfeil so lang, also an dem Strich. Ja, und dann kommt die, ja, da sind die ganzen Gesichter. Dann kommst du schneller da vorne zum Apex, als du denkst. Und manchmal dachte ich auch so, hui. Und hier fahren halt die wildesten Linien. Ne? Manche holen richtig weit aus. Ich fahre hier ehrlich gesagt eher mittig drauf zu. Und dann kurz und knapp da rein und recht wieder aufstellen, damit wir da wieder ans Gas können. Sonst Nürburgring Grand Prix Strecke, so geil. Also mega geil. Hier kann man natürlich auch Touri fahren. Habe ich mit dem Moped noch nie gemacht, aber mit dem Auto. Touri, so relativ. Weiß ich noch nicht, ob ich das so machen würde unbedingt. Boah, Grip ist da hier. Mit Moped und Autos. Schwierig. Laufen noch mal. Ah, da kommen welche mit dem Fahrrad. Geil. Mega. Max ist da vorne. Padma ist da vorne. Noch ein Kumpel, den wir hier kennengelernt haben. Der macht die Rookie-Schule mit einer V2 Bayless. Ist auch total happy, hat richtig Spaß. Also ist geil. Und hier sieht man mal, wie krass das da abfällt und wie doll es da berg runter geht. Und ja, da musst du auf jeden Fall dem Vorderrad vertrauen, wenn du hier einbiegst. Weil das ist schon krass. Also hier geht's ordentlich bergrunter. Ist schon interessant. Ist schon echt krass. Heftig, wie weit das hier bergrunter geht, ne? Wie du hier reinfällst. Wenn du hier schön zu eng fährst. Ja, da ist vorbei. Also Curbs hier. Schöne Schiefersteine aus der Eifel, würde ich sagen. Ja, die sind super. Wahnsinn, ne? Ist geil. Wie fährst du die an? Mittig. Mittig auf diesem Strich da. Und dann hier rein kurz. Eng, kurz ans Knie und gleich wieder, bam, gib ihm. Jetzt gehen wir da noch hin, das ist nämlich echt eine schöne Kurve, die ist so schön lang gezogen, macht richtig Spaß, ist echt geil. Und dann latschen wir nochmal zurück und gucken, was der Flo macht. Aber so ist schon, mit den Freunden hier so drüber zu latschen, abends und nach dem Trackday alle überlebt, über den Spaß am Tag zu reden. Kann einem keiner nehmen irgendwie, sind geile Tage, muss man sagen. Dann noch bei so einem Wetter, ist schon echt eine coole Sache. Also, kann man empfehlen, die ganze Nummer hier. Macht das mal, auch alle, die neu dabei sind. Die grinsen halt, ne? Den ganzen Tag. Also Rookie-Schule, also Instruktor geführt, ist mega. So, ich stelle mich aus der Box und gucken, ob der Flo Bremsdruck hat. Das war Tag 1. Also, ersten Tag überlebt. Gleich ins Hotel, gönnen uns jetzt noch ein oder zwei Radler. Haben eine neue Bank für den Iveco gefunden. Ich weiß noch nicht, warum die hier steht, aber die sah ganz cool aus. Also war super. Ducati for You ist sowieso immer eine Empfehlung. Mega. Genau vor einem Jahr habe ich ja hier begonnen. Und ja, bei so einem Wetter ist natürlich immer mega. Coole Leute dabei, geile Box. Hat alles geklappt. Moped macht unheimlich viel Laune. Morgen bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich morgen Slicks fahre oder nicht. Oder ob ich die mir für Most nächste Woche aufhebe. Weil ich wollte mit Max morgen mal auch ein paar Runden drehen und der hat auch Straßenreifen drauf. Deswegen wäre das eigentlich auch ganz cool und es reicht auch für mich zum Warmwerden und erstmal klarkommen. Und ich habe so viele Baustellen, deswegen ist es eigentlich Slicks vor Perlen vor die Säule. Aber ich habe sie draufziehen lassen, jetzt sind sie fertig. Und wie gesagt, dann nehme ich sie nächste Woche Sonntag mit einer Most.
Ansonsten, wenn ihr Fragen zum Event habt oder irgendwas, ist der Bildschirm aus, meldet euch, schreibt in die Kommentare. Ich würde mich übelst über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier vom Nürburgring gefallen. Aber es war echt geil. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Oschersleben, wenn ihr da dabei seid. Oder dann nächstes Jahr hier. Ich denke mal, ich bin wieder da, weil ist schon geil. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Daumen nach oben, Leute. Bleibt sauber und wir sehen uns im nächsten Video. Das wird morgen sein, hier für euch dann eine Woche später. Tag 2 Ducati for You Nürburgring Grand Prix. Bis dann, macht's gut. Ciao.